Herzliche Einladung zum Gesprächskreis Gemeinwohlökonomie, Weltrettung, Lebensgemeinschaften. Telefonnummer sieht man hier 0221 4308 2527. Besonders gerne natürlich aus der Region Köln. Ja? Ansonsten bin ich entsetzt über all den riesigen Bildungsmangel, über die Parteien, die alle auf unterschiedliche Weise das Land kaputt regieren würden. Also wir haben es wirklich damit zu tun, dass letztendlich, ja, wir haben wirklich die Situation, dass alles schiefläuft. Da fällt mir gerade die Bibel ein, wobei ich sagen muss, dass ich also kein religiöser Mensch bin, aber die Bibel als historisches Buch fällt mir ein, sozusagen, dass alles durcheinander geht. Und wir haben einfach mittlerweile in der Welt 8 Milliarden Menschen, die ja vielleicht zehn grundsätzlich unterschiedliche Weltanschauungen haben, die alle starrsinnig für die absolute Wahrheit halten. Und alle diese 10 Weltanschauungen sind einfach nur Irrtumsbilder, die die Welt unterschiedlich zerstören und beschädigen. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, ja, also noch weiter rechts eigentlich, ja, Sie müssen hier unten und dann noch ein paar Zentimeter nach rechts, dann ist da so ein rundliches Ding. Und da müssen Sie die Geschwindigkeit auf zweifache Geschwindigkeit oder 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit stellen, weil ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Ja, aber wie sieht dann, also sozusagen, ja, wie sieht die Lösung aus? Der Titel sagt es ja, der heutige Titel, geht nur so. Geht nur so. Viel bessere Regierung, Gesundheit, Glücklichsein, Weltrettung, Lebensgemeinschaft, Kommune. Ja, alle Parteien, die im Moment zur Wahl antreten, wenn die alle ihr Wahlprogramm durchsetzen würden, würden sie auch nur nichts weitermachen, als dieses Land schwerst beschädigen und ihr Leben schwerst beschädigen. Da lief eine Sendung im Internet und die Leute haben wohl eigentlich auch recht, dass egal, ob sie wählen gehen oder nicht, es bessert sich nichts. Weil die einen machen die einen Fehler und schädigen unser Leben, die anderen machen die anderen Fehler und schädigen unser Leben. Also ich mache mal ein Beispiel. Die Linke, das ist die DDR-nächste Partei, die versucht, von den Reichen so viel wie möglich wegzunehmen und zu stehlen, um es zumindest vermeintlich den Armen zu geben. Das heißt, sie macht nichts anderes, als dass sie den Auswanderungsdruck, ich glaube, jedes Jahr wandert sowieso eine riesige Zahl, ich glaube 250.000, müssten Sie mal selbst nachschauen, also eine riesige Zahl der allerfähigsten Deutschen verlässt Deutschland. Und stattdessen bleiben dann die Unfähigsten in Deutschland zurück. Also die Ratten verlassen schon längst das sinkende Schiff. Viele von denen, die gehen, sind Leute, die auch Arbeitsplätze schaffen würden oder schaffen könnten und so weiter. Und die sind alle raus aus Deutschland. Die haben das sinkende Schiff schon verlassen. Und die Linke sagt einfach, nö, wir müssen einfach den Reichen noch mehr wegnehmen, damit noch mehr auswandern und damit noch mehr weggehen und damit wir hier alle
die Unfähigen alle unter sich sind, wir eine Riesenarmee an Sozialfällen haben und dass dann unsere Parteimitglieder, die auch aus den Sozialsparten stammen, möglichst viel Massenarbeitslose, möglichst viel Verwahrloste, möglichst viel Obdachlose haben zu verwalten und so weiter. Die Grünen, da ist es so, da ist es nicht so sehr extrem DDR. Ja, da geht es nicht ganz so stark auf den Reichen wegzunehmen und die Reichen aus dem Lande zu treiben und so dann Sozialfälle zu erzeugen und Elend zu erzeugen im Land und Armut im Lande zu erzeugen, sondern es geht insgesamt darum, insgesamt mit allem, was die Grünen machen, produzieren sie einfach nur ganz viele Sozialfälle, weil bei der Linken sind mehr auch Revolutionäre und DDR-Fans und ja, Leute, die gerne die Reichen totschlagen würden und so weiter. Bei den Grünen weniger davon, aber dafür Sozialberufler, die einfach deren politische Ideen, Mindestlohn und was weiß ich, und auch bei den Linken Mietendeckel und so weiter, die alle dazu führen werden, dass alle Anreize, überhaupt noch Wohnungen zu bauen, weggenommen werden und der Staat dann staatliche Bruchbuden uns zur Verfügung stellt auf dem Niveau des BER, also des Berliner Flughafens, also staatlich geplant, staatliche Misswirtschaft sozusagen, ja eben DDR-Misswirtschaft sozusagen, dann wir wiederbekommen. Und ja, wie geht also, wenn man sich all diesen, ja, oder zum Beispiel CDU, ja, da herrscht der Aberglaube vor, die soziale Marktwirtschaft, die das Problem aller, also die Ursache aller Weltprobleme und Menschheitsprobleme und Glücksmangelprobleme und so weiter ist, die glaubt tatsächlich, dass die soziale Marktwirtschaft weiterhin die Lösung sei, obwohl sie in Wirklichkeit das Problem ist. Also FDP, AfD, CDU, man kann nicht weiter daneben liegen. Aber auch die SPD, die ist so ein Zwischending wahrscheinlich zwischen Linke und Grüne und CDU, AfD und FDP. Alle haben die falschen Ideen. Und die Basis, liegt auch irgendwo zwischen Linke und Grüne, mit der sozialen Dreigliederung, die hat sowas wie paradoxes, brutalen, vertragsorientierten Kapitalismus auf der einen Seite, also brutalste soziale Marktwirtschaft, und auf der anderen Seite ganz viel DDR, also Verstaatlichung und staatliche Misswirtschaft. Ja, alles Konzepte, mit denen erstens man keinerlei Wahlen gewinnen kann, sondern 56% hat in einer simulierten Bundestagswahl nur bekommen, das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ja, letztendlich unser Weg, aber erst nochmal im Internet und überall bieten Ihnen Quacksalber und Scharlatane Wege zu Glücklichsein und Gesundheit an. Wir sprechen ja da auch von den Eso-Spiro-Psycho-Quatschern sozusagen. So geht's gar nicht, weil wenn es stimmt, wofür die Biologie eindeutige Hinweise gibt, dass wir die Genetik eines Lebensgemeinschaftstieres, eines Kommunentieres, eines leistungs- und wettbewerbskommunistischen Tieres haben, dann gibt es nur einen Weg zu Gesundheit und Glücklichsein, richtiger Gesundheit und Glücklichsein. Und das ist das Leben in Lebensgemeinschaften und Kommunen. Alles andere ist von vornherein ein Leben nach dem Motto, die soziale Marktwirtschaft braucht den einsamen, kaufsüchtigen Single,
der nicht mehr gemeinschaftsfähig ist, nicht mehr kommunenfähig ist, der egozentrisch ist, der durch die Welt läuft. 8 Milliarden Menschen laufen durch die Welt und wissen alles, können alles, wollen von niemandem mehr etwas lernen, gehen vielleicht noch zum Sprachkurs und sind da noch bereit, was zu lernen, aber ansonsten über das Leben und die Welt wissen sie alles. Verrückte Fridays for Future, Kinder, wissen alles über die Welt und brauchen von niemandem mehr etwas zu lernen, geschweige denn vom Weltrat oder von den Next Scientists for Future. Nie, nichts mehr. Alle haben nie was gearbeitet, aber wissen schon alles, haben nie studiert. Ja, wenn Sie, um diese Welt zu verstehen, brauchen Sie circa 40 bis 50 Jahre Spitzenwissenschaft. Das, was also mit 53 Jahren im Durchschnitt die Professorinnen, Professoren und so weiter vom Weltrat, von den Next Scientists for Future hinter sich haben. Und wenn Sie diese 40 bis 50 Jahre Wissenschaft nicht haben, dann wissen Sie gar nichts über die Welt außer Irrtümer, außer vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten. Ja, und deswegen, also, alles, was Sie hören über Gesundheit, Glücklichsein, Weltrettung, sind alles Irrtümer. Es sind alles Versuche, sie abzuzocken durch ESO, Spiro, Psycho-Gequatsche. Es geht immer darum, nur ihr Unglücklichsein bestehen zu lassen, um sie zocken zu können als Dauerkunden und Dauerpatienten. Ja? Darum geht es. Ich sag Ihnen das, weil ich früher Teil des Gesundheitswesens war und genauso war, wie meine Kollegen heute noch sind, ja? Meine früheren Kollegen und Mitstudenten und so weiter. Schluck Wasser. Es gibt keinen Trick an der Genetik des Menschen vorbei. Wenn wir Löwen wären, dann gäbe es nur einen Weg, glücklich zu werden, ein löwengemäßes Leben zu führen, einen löwengemäßen Lebensstil. Wenn wir tatsächlich genetisch bonobo-ähnliche, leistungswettbewerbskommunistische Tiere sind, und dafür spricht sehr vieles, gibt es viele Hinweise in der Evolution des Menschen. Und wenn wir also konstruiert sind für die Sozialform des urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, dann gibt es kein Lebensglück, keine wirkliche Gesundheit, außer darin. Ein paar Tipps können Sie bei uns auf unserer Homepage finden Sie ja auch Links zu unserem Forum Weltrettung, ja danke, aber wie oder so ähnlich. Und dort finden Sie auch Gesundheitstipps, also für das, was Sie jetzt sofort tun, um sich wenigstens halbwegs gesund zu ernähren und gesund zu leben. Das finden Sie, da finden Sie Tipps von Dr. Med-Ludwig Manfred Jakob, von mir, von anderen Professoren und so weiter, dann können Sie so mal so Soforttipps anwenden. Aber die Soforttipps sind alle keine richtige Lösung, weil diese Soforttipps sind immer nur ein Drittel dessen. Denn wirklich gesund können Sie nur leben, wenn die ganze Welt, das ganze Land, sozusagen, eigentlich muss ja, damit sie sauberes Wasser haben, muss mindestens das ganze Land reformiert sein. Damit sie auch saubere Luft haben, muss die ganze Welt gerettet sein, also die Weltrettung. Und wie geht das? Was sind die zentralen Denkfehler, die vorteilbringenden Irrtümer verschiedener Sparten? Ja, wir haben ja das erklärt, wo ist es? Ja, dass also hier die
Die kapitalistische oder sozialmarktwirtschaftliche Welt besteht aus den vielen Sparten, Sozialsparten, Weltsozialsparten, Gesundheitssparten, Nahrungssparten, Waffensparten und so weiter, Bürokratiesparten und so weiter, ja. Zum Beispiel über Wohnungen wird viel geredet. Das ist alles Unfug. Also wir haben ja das Konzept, also hier die Partei des Gemeinwohls. Da steht vieles natürlich noch nicht im Programm drin, aber da geht es eben auch darum, das Wohnproblem dadurch zu lösen, dass wir ein Recht auf sofortige Wohnung einführen. Das schlagen wir jedenfalls der Partei vor. Und dass es dann so funktioniert, dass alle Wohnungen, die sei es über Hartz IV oder sonst wie vom Staat finanziert werden, sofort, dass ein Vertrag gemacht wird zwischen Vermietern und staatlichem städtischem Wohnungsamt, dass die Wohnungsämter darum konkurrieren, möglichst guten Wohnraum zu haben, dass also immer einige in Wettbewerb stehende Teams an Wohnungsamt es gibt, und dass also da Wettbewerb reinkommt und jetzt letztendlich jeder Mitarbeiter des Wohnungsamts dann am meisten Karriere und andere Belohnungen erhält, wenn es dazu kommt, dass die Mieter und die Mitmieter in einer Hausgemeinschaft sich wohler fühlen, gesünder entwickeln und besser entwickeln. Also wenn nicht nur die Leute, die sie in Wohnungen unterbringen, sondern auch die anderen Mieter, wenn es durch die Hilfe und Betreuung des Wohnungsamtes dazu kommt, dass es allen betroffenen und beteiligten Menschen messbar besser geht, dann kriegen die Hersteller der Wohnungen, also die Bauwirtschaft und die Mitarbeiter des Wohnungsamts die höheren Belohnungen. Das heißt, dadurch, wir greifen also überhaupt nicht mehr mit Mietendeckeln oder Mietenbremsen und so weiter, Mietbremsen oder Mietendecken mit irgend solchen Sachen in den freien Baumarkt ein. Wohnungsmarkt, also Wohnungsbau und so weiter, wird wieder ganz, kann jeder machen, wie er will, darf natürlich auch der Staat machen, aber jeder kann das machen. Entscheidend ist bei allem immer nur, und jeder soll auch gut verdienen für gute Leistung. Wir wollen ja schließlich die Bauwirtschaft dazu bewegen, dass sie uns gesundheitsförderliche, kommunengeeignete, gemeinschaftsgeeignete Wohnraum sozusagen baut. Also menschengerechtes, gesundheitsgerechtes, biologisches Bauen praktiziert, weil unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit und unsere Langlebigkeit über alle zukünftigen Belohnungen dieser Bauwirtschaft entscheiden. Das heißt also, nur wer gemeinwohlorientiert, jetzt haben wir auch das Zauberwort der Partei des Gemeinwohls, also Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft, bedeutet also, dass die Mitarbeiter des Wohnungsamts werden belohnt, wenn es den Mietern, den Menschen in der neuen Wohnung, in die sie hineingesetzt werden, in dem Hotelzimmer, in dem sie vorübergehend untergebracht werden, weil der Staat auch Zugriff auf die Wohnungsämter, Zugriff auf alle leerstehenden Hotelzimmer bekommen, ja. Aber immer ist es so, dass die, wenn da ein schwieriger ehemaliger Obdachloser zum Beispiel ist, der da untergebracht wird, dann muss da wahrscheinlich fast rund um die Uhr müssen da Mitarbeiter des Wohnungsamts dabei sein, damit es dann nicht zu irgendwelchen Störungen für die anderen Hotelgäste kommt. Denn nur die Gesamtsumme der Hoteleigentümer, der Hotelgäste und
der neuen, in dem Fall, was weiß ich, Obdachlosen, die im Hotel untergebracht werden, vorübergehend, bis die nächste Wohnung dann frei ist oder und so weiter. Es muss immer allen Beteiligten besser gehen durch die Maßnahmen. Die Summe aller Verbesserungen, also die Summe dessen, dass es dem Obdachlosen dann hoffentlich besser geht in dem Hotelzimmer als auf der Straße, das ist ja die Summe. Also das Wohnungsamt muss mit seiner Betreuung und Begleitung immer sicherstellen, dass es allen Beteiligten besser geht, dem Hoteleigentümer besser geht, weil er schließlich auch immerhin ein Hotelzimmer mehr belegt hat als vorher und so weiter und dafür ja Geld bekommt und so weiter. Also alle Beteiligten müssen einen Nutzen haben. Das ist Gemeinwohl. Es muss immer für die gesamte betroffene Personengruppe vorteilhaft sein. Richtung Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Sie wissen, dass wir ja auch diskutieren über die Wohlfühlstimme als den neuen basisdemokratischen Dauervolksentscheid, den wir als neue Wahlstimme ja dringend empfehlen, weil wir dadurch die ganze Gesellschaft gemeinwohlorientiert machen können. Ja, ja und das heißt also, wenn dann in Zukunft Ihr Hausarzt, Ihr Hausheilpraktiker, sozusagen, wenn die alle nach Leistung gemessen werden und die sich alle übertreffen gegenseitig darin, dass jeder Hausarzt versucht, Ihnen ein noch besseres Freizeit- und Wochenendkursangebot kostenlos anzubieten mit Ernährungsberatung, Gesundheit, Sport, Tanzveranstaltung. Ich nenne nur ein paar Sachen. Yoga, was weiß ich, Tai Chi. Alles, was wirklich Gesundheit verbessert in der Welt. Egal, was es ist. Da werden die Ärzte und die Praxen immer besser werden, ja? Je nachdem, was sie dann. Und der Witz wird so sein, dass die Hausärzte überall Vorgriffsrecht haben oder wie nennt man das? Vorkaufsrecht, Vorgriffsrecht könnte man es nennen. Ja, also alle Sporthallen, da dürfen sich immer als erstes die Ärzte bedienen. Alle Gemeindehäuser, alle öffentlich irgendwie verfügbaren Hallen, Räumlichkeiten. Was jetzt passiert hier? Das ist aber ulkig. Naja, da hat sich was bewegt, ja. Was da gesponnen ist, weiß ich nicht. Aber es scheint noch zu funktionieren. Auf jeden Fall, dürfen alle letztendlich, ja, jetzt war ich etwas verwirrt, ich habe den Faden etwas verloren, aber also die Grundidee ist, dass immer allen Beteiligten es besser gehen muss, sonst gibt es keine Belohnungen. Ja? Und so kriegen wir dann die Bauwirtschaft dazu, dass da wieder wahnsinnig viel investiert wird, weil ja im Moment alle Parteien eigentlich sagen, Leute, ihr sollt bauen, aber dann nehmen wir euch den Verdienst weg. Am Ende sollt ihr also bauen, weil ihr gerne euer Geld zum Fenster rauswerfen wollt. Das ist das, was die Parteien im Moment alle anbieten. Ja, und die Wahrheit muss halt sein, Schluck Wasser. Von wegen Leistungs- und Wettbewerbskommunismus muss die Wahrheit eben lauten, wir müssen der Bauwirtschaft Belohnung gönnen und verdienen gönnen, wenn sie uns gesundheitsförderliche Wohnungen, die
auch eventuell Lebensgemeinschafts-, Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaftskommunen geeignet sind, die vielleicht sogar irgendwann so gebaut sind und angeordnet sind, dass sie sogar für Kommunen, wir vermuten ja, dass der Mensch eigentlich in Kommunen gehört, von circa, ich weiß nicht, was da für Bewegungen sind. Ich mache jetzt mal die Maus aus, in der Hoffnung, dass dann vielleicht sich weniger tut. Auf jeden Fall, Kommunen geeignet, Kommunengröße vielleicht von 120 Individuen. Ja, vielleicht ist dafür der Mensch genetisch konstruiert und vielleicht ist das ganz große Glück nur zu erreichen, wenn die Erde wieder überzogen ist von Gruppen von 100, Kommunen von 120 Individuen. Und da wir wahrscheinlich Arbeitsteilung, Tauschhandel und Markt beibehalten wollen, müssen wir auch im Leistungs- und Wettbewerbskommunismus eben immer gucken, ja, Motto lautet, der Supermarktleiter bekommt dann am meisten Belohnung, wenn die Kunden, die Leute, die häufig bei ihm einkaufen, seltener krank werden, also von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit sich besser entwickeln. Ja, denn wir lassen ja die Partei, Partei des Gemeinwohls lässt ja Profite auf Kosten der Menschheit nicht mehr zu, duldet das nicht mehr, werden nicht mehr geduldet. Also letztendlich ist es so, dass auch das, was ich vorhin angedeutet habe, Glückszerstörung, nehme dem Menschen seine kommunistische Lebensweise, natürliche Lebensweise weg und gebe ihm stattdessen die Ersatzbefriedigungsversuche der Esssucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeitensucht, Medikamentensucht, Drogensucht, was auch immer, Sucht, Reisesucht und so weiter. Dann verdient nämlich, kann sich immer jemand dran bereichern an der Sucht der Menschen, an der Kaufsucht, an der Shoppingsucht. Und so weiter. Ja, und wir sagen, nein, der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus beziehungsweise die Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft, was nicht so große Unterschiede sind, der Begriff Leistungswettbewerbskommunismus oder Leistungswettbewerbskommunismus, der verweist nur stärker darauf hin, dass natürlich dadurch von dem Gesundheitswesen aus eine Anregung Richtung Lebensgemeinschaften, Kommunen sozusagen ausgehen wird, weil ja gerade die Mitarbeiter im Gesundheitswesen ja letztendlich ja nur dann mehr Belohnung bekommen, wenn die Menschen seltener krank werden. Und wenn sie in 120er Kommunen maximal glücklich und gesund leben können, weil sie suchtfrei leben können, weil sie sich überall geliebt fühlen und wohlfühlen und so weiter, ja, dann werden eben vom Gesundheitswesen aus wird eine Rekommunisierung der Gesellschaft quasi stattfinden. Und darauf verweist einfach der Begriff Leistungs- und Wettbewerbskommunismus oder Leistungswettbewerbskommunismus, verweist uns darauf, im Gegensatz zum Pseudokommunismus der DDR, der gescheitert ist. Also nochmal an all die Leute, die, wenn sie das Wort Kommunismus hören, immer nur ihren, wie sagt man, ihren Film fahren. Ja, Kommunismus ist immer schlecht. Ja, natürlich, Pseudokommunismus und Pseudosozialismus sind natürlich immer schlecht.
DDR und Co. Ja, darüber braucht man ja gar nicht mehr zu reden. Wir haben also Linksaußen und Rechtsaußen zwei Horror-Gesellschaftssysteme. Das eine ist Pseudokommunismus ganz links außen und pseudosoziale Marktwirtschaft ganz rechts außen, also den bösartigen, patriarchalen, neoliberalen Raubtierkapitalismus, beschönigend soziale Marktwirtschaft genannt. Die können wir wegstreichen, weil die sind indiskutabel, diese beiden Systeme. Werden aber von allen Parteien, die jetzt zur Wahl stehen, werden favorisiert. Genau diese zwei Horrorsysteme. Und dazwischen gibt es nur das, was bis jetzt noch nicht wählbar ist, weil die Partei des Gemeinwohls noch nicht wählbar ist. Bitte sofort mitmachen und sich melden. Im Impressum ist die E-Mail-Adresse und überhaupt, Sie können sich auch bei uns melden. Wir helfen ja dieser Partei und unterstützen diese Partei. Ja. Und letztendlich in der Mitte gibt es nur diese Worte. Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, Leistungswettbewerbskommunismus. Und ganz links von der Gemeinwohlwirtschaft steht die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Und also bei Gemeinwohlwirtschaft eher auf der Seite hin zum Leistungs- und Wettbewerbskommunismus steht unsere GWO, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Und so, das ist der einzige Weg. Also, im Moment, alle Parteien bieten ihnen an, mehr oder weniger stark Pseudokommunismus, Erzeugung ganz vieler Sozialfälle und ganz starker wirtschaftlicher Ruin der Gesellschaft. Das ist das DDR-nahe. Ja, DDR mit der besonderen Note, das ganze Land in Sozialfälle und in Armut zu verwandeln. Das bieten die einen Parteien an. Und die anderen Parteien bieten ihnen weiterhin diesen brutalen, unmenschlichen Raubtierkapitalismus, bei dem unser aller Glück weiterhin zerstört werden kann und wo dann eben die vermeintlich ihnen Glück bieten, also die ESO-Spiro-Psycho-Quatscher, die dann nochmal sie abzocken bei ihrer Glückssuche. Ja, also der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft zerstört ihr Lebensglück, indem ihnen die natürliche Kommunenlebensweise geraubt wird, indem sie durch vorteilbringende Irrtümer so manipuliert werden, dass sie selbst denken, sie wollten gar nicht in einer Kommune leben und könnten das gar nicht und wären auch gar nicht, wären von Natur aus monogam und wären also oder gar asexuell und so weiter. Ja, also alle Manipulationen haben ihnen ja alle ihre natürlichen Glücksquellen, Körperkontakt. Ja, eigentlich ist uns ja alles verloren gegangen. Gemeinsames Musizieren wird nur noch selten gemacht, gemeinsames Singen, gemeinsames Bewegen, Tanzen, Singen, Musizieren sind ja alles relativ selten geworden. Relativ selten im Vergleich zu irgendwelchen Konsummaßnahmen und Konsumsuchtmaßnahmen. Nicht zuletzt das Fernsehgucken, was ja auch nur eine Form der Konsumsucht ist, ja, und so weiter. Also, all unser Glück wird uns zerstört und dann kommen die ESO, Spiro und Psycho-Quatscher und zocken sie ab, indem sie ihnen die Rückgabe des Glücks versprechen, in Wirklichkeit nur ihr Geld abzocken. Ja, und ich darf das sagen, weil ich selber früher genau das Gleiche gemacht habe, nämlich derselben Branche angehört habe und in derselben Sparte gearbeitet habe. Ja? Im Gesundheitswesen eben, im besonderen Schwerpunkt der ESO-Spiro- und Psycho-Quatscher. Ne? Ja.
Und von daher, also alle Dinge, ja, denken Sie auch an die NGOs wie Fridays for Future, ja? Da wird behauptet, es ginge darum, das Weltklima zu reparieren. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es wie bei den ESO, Spiro und Psychoquatschern geht. Es geht nur darum, sie abzuzocken. Nämlich Spenden zu sammeln und zu verhindern, dass beim Klima überhaupt jemals was geschieht. Und Professor Sinn hat ja den Verdacht geäußert, dass Fridays for Future, Greta Thunberg, Scientists for Future und so weiter in Wirklichkeit, wenn man den Corona-Effekt abziehen könnte, dann würde sichtbar werden, dass diese ganzen Sachen jetzt seit 3 Jahren den weltweiten CO2-Ausstoß angehoben haben, ja, also vergrößert haben. Also die Situation der Menschheit, so wenn das dann überhaupt stimmt mit dem Klima. Wie gesagt, wir sind keine Spezialisten für Klima. Wir wissen nicht, ob das Wissenschaftsbetrug ist, Forschungsbetrug ist, Wissenschaftsirrtum, Pseudowissenschaft, gekaufte Forschung, gekauft von den vielleicht erneuerbaren Energienkonzernen und so weiter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Irgendwas ist. Vielleicht geht unser Großrechner doch kaputt. Ja. Keine Ahnung, was da heute los ist. Warum das hier immer. Ach so, das ist wie wenn die Maus da draufklickt. So war das jetzt gerade. Ja, verstehe ich zwar nicht, aber vielleicht muss ich die Maus mal hier lassen. Vielleicht lag es daran. Ja, also von daher. Also ich fasse mal zusammen, ich gehe noch mal auf unser Tagesthema der heutigen Vorlesung hin. So. Also viel bessere Regierung. Tut mir leid, im Moment sieht's trübe aus. Alle Parteien, die Sie jetzt wählen können, zerstören Deutschland einfach nur von einer anderen Seite hin. Sie können eigentlich nur wählen, wie sie zerstört werden wollen. Also wenn sie selbst Unternehmer und Arbeitsplätzeschaffer sind und das Land nicht verlassen wollen, dann sollten sie vielleicht eher CDU wählen und FDP, wenn sie eine andere Art der Zerstörung wollen, wenn sie wollen, dass das Land möglichst verarmt und möglichst viele Sozialfälle entstehen und sozusagen sie am Ende wahrscheinlich sogar weniger Hartz IV und weniger bekommen als vorher, weil wenn die Parteien, die Linke, die Grüne, die Basis, die SPD und so weiter, wenn all diese Parteien genügend Leistungsfähige aus dem Land getrieben haben, dann wird Deutschland insgesamt ärmer und dann kann sich Deutschland auch nur ein niedrigeres Hartz IV oder ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer leisten. Und dann sind am Ende ist es wie bei den ESO, Spiro und Psychoquatschern, dass quasi über die Umverteilung von Reich nach Arm den Armen mehr Geld versprochen wird und genauso wie die ESO, Spiro und Psychoquatscher die Leute nur abzocken und mit einem Irrtumsheilversprechen ködern, sozusagen ködern auch diese Parteien mit diesem Irrtumsheilversprechen. Denn dieses Geld wird nie bei den Armen ankommen, weil das Geld muss man ja von den Reichen wegnehmen. Dadurch wandern immer mehr Reiche aus Deutschland ab. Deutschland wird insgesamt ärmer. Also werden auch insgesamt die Sozialfälle auch weniger bekommen. Aber die Sozialspartler machen besser Karriere und kann mehr
Kundschaft, die sie betreuen können. Ja, also quasi sie, egal was sie da wählen, sie werden immer irgendwo abgezockt und geschädigt und so weiter. Also nur in diesen drei Begriffsbereichen, Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlwirtschaft, Leistungswettbewerbskommunismus, nur da in diesem Feld liegt wirklich wahres Leben, wirkliches Glücklichsein für die Fähigsten und für die Unfähigen und so weiter. Aber eben, Sie wissen ja, dass wir der Meinung sind, dass wir von der Natur lernen müssen. In der Natur vermehren sich immer nur die Fähigen und die Unfähigen. Da neigt die Natur tendenziell dazu, dass da keine Kinder geboren werden nach Möglichkeit und so weiter. Und Sie wissen ja, dass wir ja sowieso der Meinung sind, dass wir das linke Projekt der linken Frauenemanzipationsbewegung mit dem Recht auf Abtreibung, ja, wir wissen ja, dass die Rechten immer Abtreibung verbieten wollen. Und die Linken haben gekämpft für das Recht auf Abtreibung. Aber das Naturrecht auf Abtreibung geht in der Natur noch viel weiter. Da haben die Frauen das Recht, nicht nur mein Bauch gehört mir, sondern mein Bauch und mein Neugeborenes gehört mir. Und um den weltweiten Hunger und die weltweite Überbevölkerung in den Griff zu bekommen, müssen wir den Frauen eigentlich erst nur zwei Rahmenbedingungen geben. Erstens das Naturrecht, das da lautet, mein Bauch und mein Neugeborenes gehört ganz allein mir. Ich entscheide, ob es leben soll oder sterben soll. Und wenn es sterben soll, machen wir das natürlich, muss das natürlich völlig glückselig und schmerzfrei gemacht werden. Ja? Also so, dass das Einzige, was eigentlich das Kind, das also von der Mutter nicht gewollt wird, nichts anderes außer Glückseligkeit empfindet und quasi im, ja, glückselig einfach abgeschaltet wird. Wobei ich mich frage, ob das wirklich bei jeder Abtreibung zum Beispiel immer gewährleistet ist. Also, na, aber ja, von daher, man geht ja wohl davon aus, dass die Schmerzsensorik da in diesem Zeitpunkt noch nicht entwickelt sei. Ne? Nun gut, aber auf jeden Fall ist sozusagen die Entscheidung, das Naturrecht auch direkt nach der Geburt zu entscheiden, will ich das, kann ich das Kind annehmen, will ich es annehmen? Und dann die zweite Sache ist, dass die gesamte Weltpolitik signalisieren muss, liebe arme, arbeitslose Mutter, wir füttern gerne dich bis zu deinem Lebensende. Das machen wir. Diese Form der Hungerhilfe machen wir staatlich. Aber für dein Kind gibt es kein Gramm, keine einzige Kalorie Nahrung. Und dadurch werden sich dann Mütter, weil sie Leid für das Kind und für sich selber vermeiden wollen, sich gegen Kinder entscheiden. Und dann sind wir dem Naturzustand wieder relativ nah. Und wer ist dagegen? Die ganzen Sozialspartler, denn die wollen ja gerne sich wieder bereichern und Karriere machen. Auch die Weltsozialspartler, die NGOs, die wollen ja alle sich bereichern an den hungernden Neugeborenen. Ja, also quasi, man kann so sagen, die Sozialspartler, die Weltsozialspartler, die NGOs, die machen Karriere, wenn die hungernde Mutter wieder ein hungerndes Kind in die Welt setzt. Ja? Und damit quasi die Zahl der Sozialfälle ins Unendliche steigt auf der Erde. Ja? Und wenn wir eine Welt haben, in der also sozusagen letztendlich, natürlich müssen wir uns auch noch darum kümmern, mit unserer Gemeinwohlwirtschaft, dass natürlich Kinder nicht in die Welt gesetzt werden,
Um so etwas wie eine Alterssicherung oder Rente zu haben, die muss davon unabhängig sein. Es muss so sein, wie es in der Natur ist. Die Fähigen eines Landes, da müssen die Anreize so stehen, dass die ein paar wenige Kinder bekommen und die Unfähigen eines Landes ein möglichst null Kinder bekommen. Das ist der Naturzustand und man soll nicht versuchen, als Staat schlauer zu sein als die Natur. Jetzt werden natürlich wieder all die Sozialspartler aufschreien und behaupten, ja, nur jedes Neugeborene ist doch ein Genie, ist doch eine Bereicherung, ist doch Gold wert. Jedes Asylantenkind ist doch Gold wert. Ich habe gerade gesehen, wie die Grünen ja gesagt haben, ja, also wir brauchen auch Zuwanderung in unsere Sozialsysteme und so weiter. Wahrscheinlich, weil da im Hintergrund, weil sonst würde man es ja als wahnsinnig bezeichnen, ja, steckt wahrscheinlich die Idee darunter, ja, in den Sozialsystemen, dann kriegen die viele Kinder und die werden dann alle Genies und die werden dann alle nützlich für die Gesellschaft. Ja, aber leider hat uns die gesamte Naturwissenschaft das Gegenteil gelehrt. Und wir sehen da keinen Grund, dass es sich da um Irrtümer handelt, sondern die Sozialspartler haben die vorteilbringenden Irrtümer entwickelt. Die ganze Biologie hätte sich geirrt. Die gesamten Naturwissenschaftler auf der Welt hätten sich geirrt, wenn sie sagen, dass die Evolution ein ungleichheitserzeugendes System ist, das uns alle unterschiedlich macht, die einen mit einem größeren Gehirn, die anderen mit einem kleineren Gehirn ausstattet, also überall in allen Bereichen Unterschiedlichkeiten produziert, potenziell leistungsfähige Menschen, potenziell unfähige, und leider fällt der Apfel nicht allzu weit vom Stamm biologisch, so dass also unfähige, hungernde Mütter normalerweise auch wieder nur überwiegend unfähige Kinder in die Welt setzen, ja? Und leistungsfähige Eltern normalerweise im Durchschnitt überwiegend leistungsfähige Kinder, die auch wieder Arbeitsplätze schaffen können, in die Welt setzen können. Aber das müssen natürlich all die Sozialspartler und so weiter wegleugnen, denn sie brauchen ja möglichst viel Sozialfälle. Und dafür müssen die Unfähigen möglichst viele unfähige Kinder in die Welt setzen, weil das werden ja dann alles zukünftige Kunden, Sozialfälle. Also ich versuche mal zusammenzufassen. Es geht nur so. Es geht nur so. Viel bessere Regierung können wir nur kriegen, wenn sie jetzt sofort zum Beispiel die Mehrfachmitgliedschaftsmöglichkeit nutzen und zusätzlich zu ihrer Parteimitgliedschaft bei der Basis zum Beispiel auch noch direkt eintreten und mithelfen bei der Partei des Gemeinwohls, die kompetente Partei des Gemeinwohls. Nur so auf der Homepage nextsvf.de finden Sie ja auch dann direkt einen Link zu dieser Partei, die wir ja in jeder Hinsicht unterstützen und beraten, weil wir leider ja kein Parteimitglieder werden dürfen, weil der Weltrat, die Next Scientists for Future, vom Kodex her das leider nicht zulässt. Ja? So, also viel bessere Regierung geht eigentlich nur, indem man jetzt schon für die nächste Landtagswahl die ideale Partei aufbaut sozusagen und macht. Und alles ist da fertig. Und Gesundheit, glücklich sein können Sie nur erreichen, indem Sie auf die ganzen Quacksalber und Scharlatane nicht mehr hereinfallen, sich nicht mehr abzocken lassen. Weltrettung geht insgesamt nur, indem wir Gemeinwohlgesellschaften weltweit machen. Wir als Weltrat sind ja in der Lage, in Deutsch und in Englisch innerhalb kürzester Zeit die Ministerien der Welt über internationale Online-Konferenzen zu schulen und zu bilden.
Wobei wir ja versprochen haben, dass ein Staat vom Weltrat alles unentgeltlich kostenlos bekommt oder ein Großunternehmen. Es kann auch sein, denn wir wollen ja als Weltrat nur einmal sozusagen zeigen, was wir können. Die Maus spielt verrückt, vielleicht geht langsam wirklich der Großrechner kaputt. Auf jeden Fall ein Staat oder ein Großunternehmen der Welt kriegt von uns alle Hilfe kostenlos, unentgeltlich und so weiter. Das ist ja die Verpflichtung von Weltrat und Next Scientists for Future. Aber auch den anderen Staaten der Welt muss man dann sehen, würden wir wahrscheinlich in der Reihenfolge der Überweisungshöhe dann der Aufwandsentschädigung, Entschädigung und so weiter, dann auch allen anderen Staaten danach helfen. Und dann haben wir die gesamte Welt gerettet, ja, weil wir sind ja auch die Einzigen, die einen weltweiten Emissionshandel dann auch sofort hinkriegen. Wir sind ja auch die Einzigen, die, ja, wenn Fridays for Future ja ernsthaft, erstens, Rezo hat gerade ein Video gemacht, wo er sagt, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten zu erklären. Zum Beispiel unendliche Inkompetenz oder böse Absicht und Betrug und Verarschung. Ja? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Fridays for Future und Scientists for Future sind die inkompetentesten Organisationen der Welt, weil sie nicht verstanden haben, dass nur unser Weg zum weltweiten Klimaschutz funktionieren könnte. Und dass sie deswegen unser Angebot, eure Popularität, euren Medienzugang gegen unsere Kompetenz, dass das ihre einzige Chance gewesen wäre. Oder es ging von vornherein nur darum, die Menschen von den Spenden her abzuzocken. Und das Ganze war ein Betrugsmodell, so nach dem Motto, wir machen riesiges Drama, die Welt geht unter, Weltklima und so weiter. Aber wir verhindern jede Lösung, auch die Lösung der Next Scientists for Future und spenden, kassieren so viel Spenden wie möglich ab. Ja? Oder es ist eben grenzenlose Dummheit und grenzenloser Bildungsmangel. Also ich habe ja die Fridays for Future Leute kennengelernt. Ich habe 100 Leute rund um die Demos Fridays for Future interviewt. Alles kluge Leute. Alles teilweise tolle Gespräche auf allerhöchstem Niveau. Aber ich habe auch mit Leuten vom Orga-Team Fridays for Future gesprochen und das war genau das Gegenteil. Die unfähigsten, dümmsten Schüler, denen ich je begegnet bin, die inkompetentesten Leute, denen ich je begegnet bin. Ich habe ja auch mit dem Begründer Dr. Gregor Hagedorn stundenlang telefoniert. Im Rückblick muss ich sagen, einer der inkompetentesten Pseudowissenschaftler, denen ich je begegnet bin und so weiter. Ja, also das heißt also, da ist einfach keine Chance, ja. Also irgendwas, also wie Rezo oder Riso richtig sagt, entweder maximale Inkompetenz kann man sich aussuchen oder maximale Böswilligkeit. Ja, also Spendenabzocke und bewusster Betrug oder maximale Inkompetenz. Mehr als diese beiden Möglichkeiten gibt's nicht. Ne? Ja, ich halte beides für möglich. Wobei ich dann sagen würde, die Orga-Team-Kinder, die würde ich dann als die Marionetten, denn die werden wahrscheinlich von den Spenden nichts direkt abgegriffen haben, aber dann werden irgendwo oben Leute gewesen sein, die einfach die Spenden abgegriffen haben dann. Ja, aber ich kann es ja nicht sagen. Ich kann ja nicht beweisen, ob es Betrug ist. Aber wenn es nicht Betrug ist, bleibt nur noch die zweite Möglichkeit: maximale Inkompetenz, Bildungsmangel, Wissensmangel. Also Weltrettung können nur drei Instanzen in der Welt: Weltrat, Next Scientists for Future, Partei des Gemeinwohls, die kompetente Partei des Gemeinwohls.
Niemand sonst kann das auf der Welt, ja. Und wie gesagt, Lebensgemeinschaften, Kommune sind in Mode, aber auch dort werden sie nur abgezockt sozusagen, weil letztendlich das, was man ihnen da so anbietet, sind alles glückslose, ja, langweilige, lustfeindliche, unglückliche WGs, wo sie am Ende mehr Stress haben als sonst etwas. Da können sie auch allein bleiben. Also, wie gesagt, diese reizen mich alle nicht. Diese glückslosen, gescheiterten Pseudokommunen und Pseudolebensgemeinschaften, ja. Nee, wir müssen das schon alles richtig machen und wir bieten ja dazu die kostenlose Supervision an, mit dem Dream Team sozusagen. Aber der politische Weg wäre natürlich der richtige, dass dann vom Gesundheitswesen aus eine Rekommunisierung der gesamten Gesellschaft stattfindet und das Gesundheitswesen uns alle wieder leben und arbeiten lässt in 120er Kommunen und wir dadurch ein gewaltiges Wirtschaftswunder, das hätte ich vielleicht gleich zu Beginn sagen sollen, dass es ja darum geht, dass wir ja uns sicher sind beim Weltrat und den Next Scientists for Future, dass wir ein Wirtschaftswunder erzeugen können, das für jeden arbeitenden Menschen circa 700 € monatlich netto steuerfrei im Geldbeutel mehr bedeuten würde. Ja, das heißt also, dieser Leistungswettbewerbskommunismus, der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, beziehungsweise Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, das ist höchst effizient. Alle Bürokratien schrumpfen sich gesund, weil ja nur noch belohnt wird der Nutzen für die Menschen. Ich habe es ja vorhin geschildert am Beispiel des Wohnungsamts. Alle Systeme schrumpfen sich gesund. Auch die Finanzbehörden werden immer kleiner und mit immer weniger Personal auskommen, weil alle dafür belohnt werden, wenn sie Ideen entwickeln, wie sie mit weniger bürokratischem Aufwand und Personal eine faire Besteuerung hinkriegen und so weiter. Also das heißt, die ganzen Bürokratien, die sich jetzt aufgebläht haben Richtung unendlich, die werden alle runterschrumpfen und werden alle so klein wie möglich werden. Also ich fasse zusammen. Bessere Regierung sofort die neue Partei unterstützen. Sofort an unserem Gesprächskreis teilnehmen. Plaudern. An den Samstalks teilnehmen, die jetzt samstags immer 20:15 Uhr stattfinden. Ja? Und nicht mehr reinfallen auf all die Abzocker, die ihnen Gesundheit und Glücklichsein versprechen, aber in Wirklichkeit sie nur finanziell abzocken können, weil das System nichts anderes hergibt und nichts anderes erlaubt. Weltrettung und Sie dürfen natürlich dann auch in der zukünftigen Gemeinwohlgesellschaft, dürfen Sie so gerne Single bleiben, wie Sie nur irgend wollen, weil es wird ja nur ein Angebot sein, dass es sein könnte, dass wir alle genetisch Kommunetiere sind, Lebensgemeinschaftstiere, kommunistische Tiere sind und dass wir niemals glücklich sein können, solange wir nicht in Kommunen leben. Weil es leider nicht möglich ist, wenn eine Art genetisch ein bestimmtes Programm hat. Sie können einen Tiger nicht glücklicher machen, außer sie lassen ihn tigergemäß leben. Sie können eine Hauskatze nicht glücklicher machen, es sei denn, sie lassen sie hauskatzenmäßig leben und jagen gehen, ja? Sie können nichts verbessern. Sie können immer nur dem, sie müssten ja den Menschen in seiner gesamten Konstruktion genetisch umbauen, damit er für eine andere Sozialform geeignet ist, als für die, die er konstruiert ist. Sie können jetzt sagen, Sie wollen einen Gorilla so leben lassen wie den Bonobo. Geht nicht. Oder führt nicht zum Glücklichsein. Gorillas können nur glücklich leben, wenn sie die haremsartige Gorilla-Sozialform leben.
Und Schimpansen können auch nicht glücklich werden mit der Bonobo-Lebensweise, weil sie eine andere Genetik haben. Ja? Und sie müssten jetzt ja quasi oder die Paviane oder so, ja, sie müssten ja die Paviane genetisch völlig umbauen. Und wir haben überhaupt nicht ausreichendes zu wissen, an welchen Genen wir drehen müssten, damit die Paviane so leben könnten wie die Bonobos. Geht, kriegen wir nicht hin. Und wir können sie dazu bringen, wir können sie manipulieren mit Verboten, mit Stromschlägen, mit allen möglichen Stromschlägen könnten wir die Paviane dazu bringen, dass sie sich so verhalten wie die Bonobos. Aber sie wären nicht glücklich dabei, da ihre Lustmöglichkeiten, ihrer Körper und ihrer Gehirne dann immer die Pavian, wegen des Fehlens der pavianartigen Lebensweise, immer wieder Glücksmängel erleiden würden. Die Paviane würden dann, wenn wir sie zwingen mit Elektroschocks, also mit Tabus, mit Bestrafungen, wir würden das bei Tieren mit Elektroschocks machen, was wir bei Menschen mit Tabus und Moral und mit Verboten und so weiter gemacht haben im Kapitalismus. Oder der Kapitalismus gemacht hat mit den Menschen. Das würden wir bei Pavianen mit Elektroschocks machen, ja. Aber die Genetik des Pavians hätten wir ja dann ja nicht umgebaut. Und diese Bonobo-Lebensweise würde bestimmte Glücksquellen der Paviane nicht befriedigen und bestimmte Lustmöglichkeiten nicht adäquat ansprechen. Und genauso, ja, und von daher ist es so, wir haben eine bestimmte Genetik. Die letzten 400, 300.000, 200.000, 140.000 Jahre, mindestens 140.000 Jahre bösartiger patriarchaler Raubtierkapitalismus. Wir differenzieren ja nicht in Frühformen des Kapitalismus und Spätformen des Kapitalismus. Für uns ist das alles eine Soße, die nur minimal sich dann geändert hat. All das sozusagen ist 140.000 Jahre waren nicht genug, um uns genetisch total umzukonstruieren. Vor allem gibt es einen logischen Gegenbeweis gegen die Umkonstruktionshypothese. Ja, wir könnten ja jetzt sagen, ja, ich bin doch genetisch umgemodelt zu einem monogamen Zweierbeziehungstier. Das werden ganz viele behaupten. Ja, weil sie ja so dressiert sind durch Elektroschläge, durch Bestrafung, durch Hexenverbrennung, durch sexuelle Unterdrückung, durch alles Mögliche sind wir ja zugerichtet worden, als würden wir die Paviane mit Elektroschocks oder die Bonobos mit Elektroschocks zur Gorilla-Lebensweise oder zur Pavians-Lebensweise runterzwingen sozusagen, ja. Und so würden mir jetzt viele Menschen sagen, ja, ich bin doch aber genetisch ein monogames Zweierbeziehungstier geworden. Das geht aber gar nicht, weil dann wären sie ja glücklich. Und wir haben doch vorhin erklärt, dass der Kapitalismus eine Evolution darstellt in Richtung immer unglücklich machen. Also wenn sie wirklich jetzt ein monogames Zweierbeziehungstier wären, dann würde der Kapitalismus sie zwingen, in der Kommune zu leben, weil damit sie unglücklich werden, durch Manipulationen, durch vorteilbringende Irrtümer, würde man sie mit Gehirnwäsche dahin manipulieren, dass sie in Kommunen leben würden, damit sie in der Kommune unglücklich werden, weil sie ja genetisch geschaffen sind für das Zweierbeziehungsprogramm sozusagen Konzept. Also der Kapitalismus geht immer weg, manipuliert uns immer weg von unserer natürlichen Lebensweise zur unglücklichen Lebensweise, damit wir kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig werden. Und damit quod erat demonstrandum, also was zu zeigen war, hiermit ist bewiesen, rein logisch bewiesen, wie
Wenn die Evolutionsbiologie stimmt, und ich bin sicher, dass sie stimmt, dann ist hiermit bewiesen, per Ableitung, dass heute die Sozialform nicht die monogame Zweierbeziehung sein kann, die genetische, weil sonst hätte der Kapitalismus uns von dieser Sozialform ja wegmanipuliert, unseren faktischen Lebensstil von dieser genetischen Lebensform wegmanipuliert, damit wir Endorphinmangel erleiden, Glückshormonmangel erleiden und dann kaufsüchtig, shoppingsüchtig und so weiter werden. Also dieser Beweis zum Schluss für heute, nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Also hiermit ist quasi bewiesen, unsere genetische Sozialform ist definitiv nicht der vom Kapitalismus empfohlene monogame Zweierbeziehungsmodus, sondern wir müssen irgendwo noch eine Kommunengenetik haben, wofür dann die Manipulation hin zur Zweierbeziehung eine Glücksreduktion darstellt, die dann zum Kaufen im Kapitalismus führt, zur Kaufsucht im Kapitalismus und zur Konsumsucht führt. Also das heißt, der Kapitalismus ist ein System, das zwangsläufig nie zulassen würde, dass es zu einer Übereinstimmung zwischen Genetik und tatsächlichem Lebensstil kommen darf. Weil jedes Mal, wenn das stattfinden würde, wären ja die Profite bedroht. Ja? Also kann der Kapitalismus, muss er immer weiter manipulieren, auch wenn sich die Genetik der Menschen einen Millimeter ändert, muss dann auch schon wieder die Manipulation uns wieder einen Millimeter weiter weg manipulieren von dieser genetisch geänderten Lebensweise, so dass man sagen kann, in der sozialen Marktwirtschaft muss es zwangsläufig immer zu der Glückszerstörung kommen, nämlich weg, immer möglichst großer Abstand zwischen genetisch programmiertem Lebensstil und tatsächlichem kapitalistischen Lebensstil. Der Abstand muss immer möglichst groß sein. Und dann haben wir ja nicht neben der Glückszerstörung, haben wir ja noch die Gesundheitszerstörung, ja, denn als Supermarkt, auch da gab es wieder Sendungen ja drüber, wie das überall eben Zucker reingetan wird und wir alle zuckersüchtig gemacht werden und Zucker vergiftet werden und Zucker übergewichtig und zuckerkrank und alles Mögliche werden, ja. Ja, einfach, da sind die größten Gewinnspannen, da lässt sich am meisten Geld verdienen und ja, und ich glaube, Rezo hat auch darüber gesprochen, über die Klöckner und ihre Verbindung zur Zuckerindustrie und das eben da und so weiter. Ja. Ja. Und wir Menschen, also wir stoppen nicht nur die Glückszerstörung, wir stoppen auch die Gesundheitszerstörung mit der Gemeinwohlwirtschaft und wir führen dazu, dass mit ganz wenig Zeitaufwand, mit der Wohlfühlstimme wollen wir etwas mehr Zeit aufwenden, dann müssen wir zum Beispiel die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide einführen, wollen wir noch mehr Zeit aufwenden, können wir auch noch die großen Volksentscheide einführen. Wir können alle Maßnahmen der Next Scientists for Future Richtung Demokratisierung, können wir die ganze Demokratisierungskette, können wir Stück für Stück überlegen, ob wir sie haben wollen oder nicht. Ich fürchte allerdings, die Masse der Wähler möchte lieber nur alle 3 Monate 5 Minuten sich mit Politik beschäftigen. Und dann, das geht am einfachsten, indem wir einfach nur in uns reinschauen. Wie geht's uns wirklich? Und viele Leute missverstehen immer noch die Wohlfühlstimme, obwohl es nichts Einfacheres gibt. Stellen sich vor, sie kriegen Gastritis, also ich glaube, irgendwie ein Magengeschwür. Dann haben sie Schmerzen.
Ja? Und dass sie in dem Moment, wo sie diese Magenschmerzen bekommen, müssen sie einfach nur 5 Minuten Zeit aufwenden, um dem Bundeswahlleiter zu übermitteln, dass es ihnen schlechter geht. Und mehr brauchen sie nicht zu tun. Dann springt ihre Wohlfühlstimme einfach einen Sprung Richtung schlechter. Ganz einfach. Es gibt nichts Einfacheres. Und aus diesen Daten von Millionen Menschen, rechnet das Statistische Bundeswahl- und Wahlamt Wiesbaden und die Landeswahlämter und der Bundeswahlleiter, alle rechnen aus, was die Ursache für ihre Bauchschmerzen ist. Welche Industrien da krankmachende, magenstörende, zum Beispiel auch Schluckwasser, zum Beispiel auch Reflux, wie heißt das nochmal, Sodbrennen auslösende Dinge uns geliefert haben und so weiter. Und das findet dann der Bundeswahlleiter, ich meine damit alle diese Instanzen, statistischen Landesämter und was auch immer, das wird rausgefunden, dann wird diese Ursache abgeschafft und in Zukunft haben sie nie wieder Sodbrennen oder Magenschmerzen oder was auch immer. Ja? Also, das ist Gemeinwohlwirtschaft. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, Sie würden zum Arzt gehen und er gibt Ihnen ein Mittel gegen die Magenschmerzen, ein Schmerzmittel. Dann wird das aber zur Folge haben, dass Sie über die Nebenwirkungen der Medikamente spätere Schäden bekommen werden, Nebenwirkungen und spätere Schäden bekommen werden, dadurch wieder noch mehr leiden werden und nach wird Ihre Wohlfühlstimme noch schlechter werden. Also werden die Ärzte in Zukunft Sie nur noch beraten, dass sie der Ursache ihrer Magenschmerzen aus dem Weg gehen oder der Ursache ihres Sodbrennens aus dem Wege gehen in Zukunft. Und der Bundeswahlleiter wird parallel dafür sorgen, dass diejenigen, die Sodbrennen erzeugende Sachen herstellen, durch Reduktion der Verdienstzuschüsse bestraft werden oder sanktioniert werden. Ja? Und so funktioniert die ideale Gesellschaft. Also, ich fasse abschließend nochmal zusammen. Viel bessere Regierung, Gesundheit, glücklich sein, Weltrettung, eventuell ideale Lebensgemeinschaft und Kommune, falls Sie das jetzt überhaupt schon denken können. Das ist nur möglich, letztendlich, wenn Sie sich jetzt engagieren in der Partei des Gemeinwohls und alles andere, ja, letztendlich wird nichts bringen, denke ich mal. Ja, also, tschüssi, bis bald.